Gossip wissen, wo es kuschelig warm ist und starten nächste Woche ihre Brasilien-Tour. In Deutschland lassen sie sich vorerst nur in den Top 20 blicken. Heavy Cross steigert sich von der 22 auf die 20. Everybody hurts. Ich bin so stolz, dabei sein zu dürfen, bejubelt Leona Lewis ihr Engagement bei Helping Haiti. Dass Everybody Hurts von der 16 auf die 19 segelt, dürfte an ihrer positiven Grundeinstellung nichts ändern. Timbaland hat eine neue Single am Start. Dieses Mal darf Katy Perry mitsingen. Mit dem Charteinstieg ist nächste Woche zu rechnen. Morning After Dark ist schon länger in den Viva Top 100 und behauptet sich auf der 18. Alles wird gut. Und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf, dann... Bushido behauptet steif und fest, bereits mit rund 1000 Frauen geschlafen zu haben. Zumindest in den Charts macht er gelegentlich schlapp. Alles wird gut. Bollert von der 10 runter auf die 17. Der größte Wunsch von Stanford ist, auch in 10 Jahren noch Musik zu machen und davon leben zu können. Im Moment spricht nichts dagegen. Wishing You Well klettert von der 19 auf die 16. Die Black Eyed Peas lassen während ihrer Tour alle gebrauchten Plastikflaschen einsammeln und anschließend Kleidung daraus machen. Nachhaltigkeit ist auch in den Charts Trumpf. I Got a Feeling steigt unkaputtbar von der 24 auf die 15. Alexandra Burke gehört zu den glücklichen Menschen, die gleich zweimal in den Top 20 vertreten sind. Während sie mit Helping Haiti durchaus ein wenig Land verliert, hält sie sich mit Bad Boys tapfer auf der 14. So tell me, girl, what you say. Apropos Helping Haiti, das Benefizprojekt rangiert in England beschwingt auf Platz 1, bis Jason Derulo kam und die Haiti-Elfer kurzerhand wegputzte. Ganz so doll läuft es hierzulande nicht. What You Say trollt sich von der 11 auf die 13. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Und noch einmal die Plastikflaschensammler von den Black Eyed Peas. Während sich I Got a Feeling wie Phoenix aus der Asche erhebt, geht's für Meet Me Halfway. 3 Plätze runter von der 9 auf die 12. Am 19. März hauen Culture Candela mal wieder eine neue Single raus. Titel Eiskalt. Bis es soweit ist, lassen die Herren ihrem Monster freien Lauf und das galoppiert von der 12 auf die 11. Dione würde gerne mal mit der Country-Lady Dolly Parton ein Duett aufnehmen. Noch rockt sie die Top 10 mit I Will Love You Monday im Alleingang. Letzte Woche auf der 8, jetzt auf der 10. David Guetta ist so etwas von angesagt, dass sich jetzt sogar Britney Spears von ihm helfen lässt. Er mischt kräftig bei ihrer neuen CD mit. In den Charts lässt er sich nicht mit Britney, sondern mit Kid Cudi sehen. Platz 9 für Memories. Ich wollte mit so vielen Rock'n'Roll-Typen wie möglich ins Bett und ich hatte ganz bestimmt meinen Spaß, blickt Lady Gaga vergnügt auf die vergangenen Monate zurück. Dass Bad Romance von der 5 auf die 8 segelt, egal. Der höchste New Entry der Woche geht an die Jungferninseln, genauer gesagt an Ayes. Der Mann aus der Karibik feiert mit Replay seine Viva Top 100 Premiere und das auf Platz 7. Von der 0 auf die 7. Dieser Sprung gelingt Old City diese Woche in den Albumcharts. In den Singlecharts hat der Home Recording Frickler ebenfalls einen ziemlich guten Lauf. Fireflies schwirrt von der 7 auf die 6. Wir waren geboren, um zu leben. Und noch ein Blick auf die Albumcharts. Da gibt's ab sofort einen neuen Spitzenreiter, unheilig, mit Große Freiheit. Das Geboren, um zu leben von der 4 auf die 5 fällt, dürfte der Graf also gut verkraften können. Uns ist nichts zu peinlich, tönen Frauenarzt und Manni Mark. Ein liebenswertes Motto, mit dem unsere Superarzten bislang gut gefahren sind. Diese Woche geht's für sie aber 2 Plätze runter. Disco Pogo findet sich auf der 4 wieder. Alors on danse. In Belgien turnte Stromae mit Alors on danse schon im vergangenen Jahr auf der 1 rum. Jetzt nimmt er auch hierzulande die Chartspitze ins Visier. Der Sprung in die Top 3 ist schon mal abgehakt. Von der 6 geht's hoch auf Platz 3. Carrie Hilson arbeitet derzeit an einem neuen Album und wurde letztens mit Polo Dardon im Studio gesichtet. Ein Blick auf die Viva Top 100 dürfte ihr einen ordentlichen Motivationsschub geben. I Like steigt von der 3 auf die 2. Also, machen wir es kurz. An wem ist Carrie Hilson bei ihrem Sturm auf Platz 1 gescheitert? An Kesha natürlich. Bereits die 1.000.000. Woche in Folge ist sie jetzt an der Spitze der Charts. Ein Fels von einer Frau, an dem nicht nur Carrie Hilson, sondern auch John Mayer, der eigentlich sonst alle in die Kiste bekommt, abprallt. Seine Flirtversuche bei Twitter sind auf jeden Fall, wie man so sagt, kläglich gescheitert. Und hier kommt er jetzt,
der harte Brocken Kescher mit TikTok weiterhin auf Platz 1. Schisikowski. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all